Nö, natürlich nicht. Wir brechen das LP doch nicht ab. Ja, Leute, wo sind wir denn? Ist wirklich nur die Frage, wer redet hier denn? Wer liest den Text vor? Ich denke mal nicht, dass der Archäologe den Text selber vorlesen kann. So. Wow. Hier haben wir etwas viel Magma-Aktivität. Lava-Aktivität, ja, das ist. Das gehört zu Lava, nicht wahr? Naja. Weiß ich jetzt gar nicht so wirklich. Ich schaue mich hier jetzt erstmal um, wegen irgendwelchen blöden Geheimnissen, von denen ich dann wieder denke, dass sie gar nicht existieren würden. Gut, und so komme ich da nicht rüber. Eine kleine Expedition zu Fuß. Ja, Archäologen müssen sowas auch machen. Unser Johnny auch. Auch wenn das hier gerade für den eine ziemlich heiße Angelegenheit wird. Der Job ist dreckig. Oh, und die Zahl der Entfernung zu unserem Ball ist rot geworden. Aber hier sehe ich auch keinerlei Geheimnis. Lalalala. Ach so. Nur der Lava-Geysir. Oder die Geysire. Wenn man die überhaupt Geysire nennen darf. Mein Gott. Das ist schon sehr ordentlich, was die hier unten aufgebaut haben. Aber ich werde daraus jetzt nicht schlau. Wegen dem ganzen Röhrensystem. Das irritiert mich mit am meisten. Weil das ist eigentlich ja höhere industrielle Technologie. Und so wie der Ball funktioniert, das ist ja eine Form von Magnetismus. Dafür braucht man dieses ganze Industrielle ja nicht. Vor allem, wohin gehen diese Rohre, die nach oben gehen? Ja, sie gehen nach oben. Ja, aber wozu? Welchen Sinn hat das? Dieses Spiel wirft jetzt hier extrem viele Fragen auf. Hopp. Nicht da lang. Meine Güte. Ich hab gedacht, du wüsstest, was ich von dir wollte. Hopp. Danke. Jetzt haben wir bestimmt auch wieder irgendein Geheimnis übersehen. Ganz bestimmt. Ach, das wird noch ein Spaß werden. Die restlichen... What the fuck? Okay. Das war interessant. Für die Geheimnisse, die ich nicht gefunden habe, werde ich wahrscheinlich eine Compilation machen. Eine Zusammensetzung der Geheimnisse. Machen wir erstmal wieder den Tellamin kaputt. Die nächste. Warum haben die hier Tellamin liegen? Diese kranken Idioten. Waren die im Krieg mit irgendwem? Alles kaputt? Danke. Stellt also keine Gefahr mehr dar. Ach so. Das ist auch interessant. So, was können wir hier denn sehen? Ich kann sehen. Wow, das war knapp. Dass ich das Teil aktivieren konnte. Aber was bringt es jetzt? Ich glaube, ich werde jetzt erstmal auch die Kugel nach unten nehmen. Ui, währenddessen springe ich einfach mal gekonnt rüber in eine Mine. Die ich nicht gesehen habe. Thank you, Captain Obvious. Darum wärst du auch gar nicht reingegangen. Hättest du die gesehen. Ja, ja, alles in bester Ordnung. Ach so, das
komme ich so da dran? Ah, verstehe. Naja, dann brauche ich die Kugel so wohl doch noch einmal. Damit ich auch irgendwie wieder hochkomme. Also wie sehr die Gravitation damit außer Gefecht gesetzt wird, ist schon sehr interessant. Was ist da hinten? Ist die Tür auf? Ja, die ist auf. Ich bin zu neugierig und ich will das nicht verpassen. Ist nur die Frage, ob ich das so schon hinkomme. Anscheinend nicht. Oder? Beweg dich doch! Wow, das ist vielleicht eine Gratwanderung hier. Ach, Kollege. Muss ich vielleicht erst hochspringen und dann da rein? Mensch, wieso will das jetzt nicht? Ah, okay, dann. Wow. Ich hätte eigentlich von dem Lavastrom wahrscheinlich auch Schaden kriegen müssen. Aber ich will mich darüber nicht beschweren. Na gut. Ist jetzt die Frage, wie wir den genau da reinbekommen. So. So, dann können wir hier auch rüber springen. Nehmen die Kugel direkt mal mit. Hopp. Mach das kaputt. Hopp. Auf die Nase. Lösch ihm die Nase, Junge. So. So. Sehr schön. Noch eine Mine. Feuer. Ich will das Geheimnis nicht verpassen, aber ich... Was? Nein! Ah! Hallo, Ball! Aua! Das ist interessant. Okay, das lässt sich nur mit Feuer wegmachen. Stelle ich mich schon mal wieder hier hin. Was? Wieso ist das jetzt erst weggegangen? Danke. Hat wehgetan. Hm. Es darf doch nicht wahr sein. Da hinten sind Tellamin und... Ich muss von der Richtung aus hier hin, dahin kommen. Das heißt eigentlich von... Oh. Feuer. Wofür brauche ich denn das Feuer dann wieder? Das Feuer bleibt nicht für lange Zeit. Warum? Knatter, knatter, knatter. Hier geht's dann nachher bestimmt weiter. Ach so, die Fußspuren sind ja von mir. Verstehe. Ah, wie komme ich denn? Geht das dann dadurch kaputt, wenn ich das mit Feuer... Ach so, dafür brauche ich Feuer. Gut. Die Kugel kommt zurück. Und damit auch der Wächter. Wow. Okay. Nehmen wir einmal die Kugel. Wow. So. Mach be. Das darf doch nicht wahr sein. So. Der Typ ist intelligent. Das ist ja nervig. Okay. Und dann. Wow. Macht ihm gar nichts aus. Eieiei. Wie da einfach mal so ein kalter Schauer über den Rücken läuft. Weil man einfach weiß, dass man nichts machen kann. Gut. Komm schon, komm schon. Nicht nett.
Ja, jetzt muss ich den bestimmt wieder aufladen. Ah, habe ich doch getroffen. Gut, ja, und jetzt wirst du sauer, weil ich dich getroffen habe, ne? So. Ach, du nervst, Kollege. Was bist du eigentlich? Bist du einer der Wächter? Lass mich doch in Ruhe. Ich habe dir nichts getan. Ich bringe die Kugel wieder zurück. Ja, heiße Angelegenheit, ne? So, und wie immer, alle guten Dinge sind drei. So, die Kugel hat das Ziel nicht getroffen. Dann müssen wir die nochmal manuell reinschieben. Upp, nicht manuell, nein. Per Hand. Kommt aus dem Lateinischen. Manus. Die Hand. Wobei Manus, glaube ich, auch im Lateinischen feminin ist. Hurra, weiblich. Okay, okay. Springen wir runter. Da geht's hoch. Ich will das Geheimnis aber nicht verpassen. Oder habe ich das schon verpasst? Ach so, da darf ich gar nicht rein. Okay. Da hinten ist zu und dort sind Tellamin. Das heißt eigentlich, dass von dort aus ein Weg dahin führen muss. Tut mir leid, liebe Leute, aber ich komme nicht mehr zurück. Nein! Ach, Kacke. Gut. Dann haben wir schon mal ein Geheimnis gesehen, welches ich auch wiederholen muss. Im wahrsten Sinne des Wortes. Na? Ach, verdammt. Und hier geht's jetzt weiter. Mensch, das demotiviert schon ordentlich. Wir haben... Ah, Heilung. Checkpoint. Das demotiviert schon ordentlich, wenn man plötzlich bemerkt hat, scheiße, ich habe was verpasst. Aber das kommt davon, wenn man Spiele blind spielt. Bin ich selber schuld. So, das Teil da oben muss ich runterziehen. Aber hoch komme ich nicht. Egal. Wäre das eins der ersten Level, wäre hier ein Geheimnis gewesen. Ganz bestimmt. So, da müssen wir hoch. Irgendwie. Oh. Ich muss erstmal meinen Ball wieder zurückholen. Der erforscht gerade selbst die Gegend. So. Hat ja doch gerade noch gereicht. Ich habe mich kurz verklickt. Okay. Jetzt ist das Rad da runtergegangen. Und wenn ich das jetzt berühren könnte, wäre das ideal. Wie mache ich das am besten? Na, ich musste ja irgendwie etwas drehen. Schieben, 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 schieben. Das sieht ganz okay aus, denke ich. Wenn ich da drauf käme. Aha. Hat ja doch funktioniert. Jetzt ist das halb aufgegangen. Und jetzt ist das da hinten auch geöffnet worden. Das ist sehr schön. Gut. Dann wissen wir, dass der Ball jetzt auch nach dort hinten muss. Der Ball ist immer noch schneller, als ich es bin. Jawohl. Nun ist das Tor ganz geöffnet. Die Tür ist zu, das heißt, wir kommen endgültig nicht mehr an das Geheimnis dran. Und wir müssen noch mal kurz ausrichten.
Sehr schön. Jetzt kommen wir mit unserem tollen, super Zweirad weiter. Ein sehr interessantes Gefährt. So, jetzt wären wir an der ersten Wand vorbei. Ich steige mal kurz aus. In der Hoffnung, dass ich hier noch etwas finde. Zwecks Geheimnisse. Ah, oh, bestimmt da hinten an der Wand, weil das so viel Fußweg ist, oder? Oder wäre das zu einfach? Verfolgt ihr auch schön die EM? Nicht WM, ach mein Gott, wo bin ich denn dran? Ha, da hinten ist ein Geheimnis. Verfolgt ihr die EM auch schön? Falls ihr es tut, oder auch wenn ihr es nicht tut, ich tue es nicht. So, ein Geheimnis haben wir jetzt gefunden. Das andere ist uns durch die Lappen gegangen. Und dieses Geheimnis heißt Toki. Selbst jetzt, da die Plage die Straßen mit toten Leibern bedeckt, sucht der falsche Gottkönig nach dem Ball. Der falsche Gottkönig? Interessant. Ich will mehr erfahren. Er wird ihn nicht erlangen. Er ist jetzt unser. Er wird uns bis weit über diesen Ort hinausführen. Wir werden den Weg nach draußen finden und werden das Licht des Tages wiedersehen. Hierfür müssen wir den Ball verbergen. Wir müssen einen Weg erdenken. Wir müssen einen Weg erdenken, ihn von der königlichen Armee fernzuhalten. Oh! Das ist jetzt doof, weil ich jetzt einige Geheimnisse nicht gefunden habe. Dadurch fehlt natürlich nicht nur euch, sondern auch mir jetzt natürlich einiges an Informationen. Das ist schade.